Die 10 mächtigsten Zaubererfähigkeiten in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die 10 mächtigsten Fähigkeiten von Zauberern besprechen. In einer Welt voller Magie gibt es sicherlich keinen Mangel an Zaubersprüchen. Und da einige Zauberer und Hexen die Fähigkeiten besitzen, sie zu erschaffen, wird diese Liste immer länger werden. Aber bei einer so umfangreichen Liste von Fähigkeiten, die eine scheinbar unendliche Anzahl von Funktionalitäten umfasst, welche sind da die mächtigsten? Das besprechen wir heute. Ich möchte außerdem klarstellen, dass wir hier nicht ausschließlich über Kampfszenarien sprechen. Macht kann in vielerlei Hinsicht definiert werden und muss nicht immer im Zusammenhang mit Kämpfen oder Duellen diskutiert werden. Die in dieser Liste aufgeführten Fähigkeiten können es einer Person ermöglichen, dem Alltäglichen zu entkommen, zumindest aus muggelzentrierter Sicht. Die meisten von ihnen haben auch eine nützliche Komponente. Sie sind ein Mittel, um etwas zu erreichen, das sonst unerreichbar oder umständlich wäre. Diese Fähigkeiten können alle ohne den Einsatz zusätzlicher magischer Ausrüstung erreicht werden, abgesehen natürlich von einem Zauberstab. Aber ohne weitere Umschweife, hier sind meine 10 mächtigsten Zaubererfähigkeiten. Auf der Nummer 10 haben wir Akio. Die Fernbedienung für den Fernseher ist zu weit weg, um sie zu erreichen. Du hast die Chips in der Küche vergessen und weißt nicht, was du tun sollst, weil du nicht aufstehen willst? Dann ist Akio genau der richtige Zauber für dich. Einfach ausgedrückt, Akio ermöglicht es dem Zaubernden, ein Objekt zu sich oder an sich heranzuziehen. Wenn der Zaubernde das Objekt klar vor Augen hat, kann er ein Objekt, das sich in oder außerhalb seiner Sichtlinie befindet, direkt zu sich herbeirufen. Diese Fähigkeit mag im Vergleich zu einigen der anderen auf dieser Liste recht unscheinbar erscheinen, aber ich wette, du würdest sie mehr als alles andere benutzen. Und deswegen ist sie die Nummer 10 auf dieser Liste. Nummer 9. Die Wahrsagerei. Die Wahrsagerei ist eine Fähigkeit, die nur einige wenige in der Zaubererwelt besitzen, und sie bezeichnet die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Diejenigen, die diese Fähigkeiten besitzen, werden als Seher bezeichnet. Viele glauben aber auch, dass Seher wie Sybil Trelawney Betrüger waren, die nur so taten, als könnten sie die Zukunft voraussagen. Aber wenn man Trelawneys Erfolgsbilanz zugrunde legt, ist diese Fähigkeit wohl sehr real. Im Schuljahr 1993-1994 lernt Harry Trelawney zum ersten Mal richtig kennen. Du hast dich also für das Studium der Wahrsagerei entschieden, der schwierigsten aller magischen Künste. Ich muss euch gleich zu Beginn warnen, dass ich euch nur sehr wenig beibringen kann, wenn ihr nicht über die Wahrsagerei verfügt. Bücher können euch auf diesem Gebiet nur begrenzt helfen. An dieser Stelle warnt Trelawney ihre Klasse ausdrücklich. Wenn ihr nicht den Durchblick habt, werdet ihr in der Wahrsagerei nicht sehr weit kommen, zumindest was das Erblicken von Prophezeiungen angeht. Trotzdem könnte es ein faszinierendes Studiengebiet sein. Die Fähigkeit steht nicht weiter oben auf dieser Liste, obwohl es verlockend wäre, sie schon einzusetzen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich immer wissen möchte, was die Zukunft bringt. Ironischerweise ist es auch nicht sehr einfach, den Zeitpunkt der Vorhersage vorherzusagen. Auf der Nummer 8 haben wir Obliviate. Hast du schon einmal etwas äußerst Peinliches vor anderen Leuten getan und dir einfach gewünscht, du könntest ihre Erinnerungen löschen? Dann ist Obliviate, auch bekannt als der Vergessenszauber, genau der Zauber für dich. Dieser Zauber ermöglicht es dem Zaubernden, bestimmte Erinnerungen aus dem Gedächtnis einer Person zu löschen und wurde zum Beispiel von Gilderoy Lockhart, einem berüchtigten Hochstapler, angewendet, der die Erinnerungen erfolgreicher Hexen und Zauberer ausradierte und ihre Leistungen als seine eigenen ausgab. Gedächtniszauber wurden hauptsächlich vom Zaubereiministerium eingesetzt, um Verstöße gegen das internationale Geheimhaltungsabkommen zu behandeln, zum Beispiel wenn ein Muggel ein fliegendes Auto oder sowas sah. Der größte Nachteil dieser Fähigkeit besteht jedoch darin, dass falsch angewendet diese Fähigkeit Gehirnschäden verursachen kann. Nummer 7. Fliegen. Aber nicht das Fliegen mit dem Besen. Ich sagte keine Ausrüstung. Ich spreche vom freigetragenen Flug. J.K. Rowling soll gesagt haben, dass alle Zauberer von Natur aus die Fähigkeit zum Fliegen besitzen, aber dass die große Mehrheit einen Besen benötigt, um diese Fähigkeit zu nutzen. In Voldemorts Fall ist er so fokussiert und mächtig, dass er in der Lage ist, die Kraft zu kanalisieren und ohne Unterstützung zu fliegen. Er nutzte diese Energie durch sich selbst und nicht durch den Besen. Auch Snape war in der Lage, diese Fähigkeit zu erlernen und zu benutzen. Er benötigte absolut keine Ausrüstung, um sich durch die Luft zu bewegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich wäre das Fliegen immer äußerst nützlich. Nummer 6. Unsichtbarkeit.
Unsichtbarkeit bezeichnet die Fähigkeit, von anderen nicht gesehen zu werden. In Harry Potter gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu erreichen, wobei die bekannteste Methode der Unsichtbarkeitsumhang ist, eines der drei Heiligtümer des Todes. Aber es gibt eine Möglichkeit, dies ohne jegliche Ausrüstung zu erreichen, den Desillusionierungszauber. Dieser nützliche Zauber, den Dumbledore sehr schätzt, bewirkt, dass der Zaubernde genau die Farben und Strukturen seiner Umgebung annimmt, ähnlich wie ein Chamäleon. Das Ergebnis ist, dass man ihn im Grunde nicht sieht und er unsichtbar für die Leute ist. Nummer 5. Metamorph Magus. Metamorph Magus bezeichnet sich auf eine Hexe oder einen Zauberer, die oder der mit der Fähigkeit geboren wurde, ihre körperliche Erscheinung nach Belieben zu verändern. Metamorph Magier können ihre gesamte äußere Erscheinung ähnlich wie ein Animagus verändern, besitzen jedoch auch die Fähigkeit, sich auf bestimmte Teile ihres Aussehens zu konzentrieren und nur diese zu verändern. Dies ist eine äußerst fortgeschrittene Fähigkeit, die nur wenigen Glücklichen vorbehalten ist, wie zum Beispiel Nymphedora Tonks. Nummer 4. Horcruxe. Ein Horcrux ist ein Gegenstand, in den eine dunkle Hexe oder ein Zauberer einen Teil ihrer Seele einpflanzt, um Unsterblichkeit zu erlangen. Ein Horcrux kann nur nach einem Mord erschaffen werden und gilt als die schrecklichste Form der dunklen Magie. Oft werden Zaubersprüche und Verwünschungen eingesetzt, um Horcruxe nach ihrer Erschaffung weiter zu schützen. Der Reiz besteht darin, dass die Seele oder Existenz in diesen Gegenständen weiterlebt, wenn die physische Form des Menschen zerstört wird. Ewiges Leben an den Fingerspitzen ist sicherlich unglaublich mächtig, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten das nicht wollen und deshalb steht es nicht ganz oben auf der Liste. Nummer 3. Verwandlung oder auch Animagus. Verwandlung ist definiert als die Kunst, die Form oder das Aussehen eines Objektes oder einer Person zu verändern. Von den Fähigkeiten auf dieser Liste ist die Verwandlung bei weitem die vielfältigste, da viele Formen der Magie unter diesen Begriff fallen. Ich möchte mich jedoch auf die Zweige der Verwandlung konzentrieren, die sich mit der Veränderung des Aussehens von Menschen befassen, in der Muggelwelt auch als Gestaltwandeln bekannt. Ein Animagus bezeichnet eine Hexe oder ein Zauberer, die oder der sich nach Belieben in ein Tier verwandeln kann. Die Verwandlung in ein Animagus ist eine erlernte Fähigkeit und die Hexe oder der Zauberer, der diese Fähigkeit besitzt, hat nicht die Macht zu entscheiden, welches Tier seine Animagusform sein wird, ähnlich wie der Patronus. Nummer 2. Teleportation. Teleportation, auch als Apparieren in der Welt von Harry Potter bekannt, ist eine magische Transportmethode, bei der der Zaubernde in der Lage ist, sofort von einem Ort zum anderen zu reisen. Es handelt sich um eine ziemlich fortgeschrittene Fähigkeit, die nicht alle Hexen und Zauberer beherrschen, und für diejenigen, die es versuchen, aber nicht richtig hinbekommen, kann es schlimme Folgen haben. Viele Hexen und Zauberer bevorzugen einfachere Transportmittel, wie Besen, Flohpulver und Portschlüssel. Doch für diejenigen, die diese Fähigkeit verfeinert haben und es genießen, ist das Apparieren sicherlich der richtige Weg. Vom Standpunkt der Nützlichkeit aus gesehen, gibt es nicht viel Besseres, als sich mit einem Fingerschnippen sofort an den gewünschten Ort zu bringen. Ich persönlich würde diese Fähigkeit von dieser Liste wählen, oder die nächste. Nummer 1. Legilimentik. Der Geist ist kein Buch, das man nach Belieben aufschlagen und in aller Ruhe untersuchen kann. Die Gedanken sind nicht in das Innere des Schädels geschrieben und können von jedem Eindringling einfach eingesehen werden. Der Geist ist ein komplexes und vielschichtiges Gebilde, zumindest sind es die meisten Gehirne. Es stimmt jedoch, dass diejenigen, die Legilimentik beherrschen, unter gewissen Umständen in der Lage sind, in die Gedanken ihrer Opfer einzudringen und ihre Ergebnisse richtig zu interpretieren. Gedankenlesen oder Legilimentik ist im Wesentlichen die Kunst, auf magische Weise durch die Gedanken der Menschen zu navigieren. Mit dieser stark invasiven Fähigkeit kann man in die Köpfe der Menschen sehen und ihre Gedanken lesen. Obwohl diese Fähigkeit jeder Hexe oder jedem Zauberer zugänglich ist, haben nur wenige sie gemeistert. Voldemort ist ein Experte auf diesem Gebiet. Dank seiner Fähigkeiten in der Legilimentik konnte Voldemort fast immer erkennen, wer ihn anlog und wusste oft schon, was man dachte, bevor man ein Wort gesagt hatte. Nur unglaublich gute Lügner wie Severus Snape und Narcissa Malfoy waren in der Lage, Voldemort erfolgreich zu belügen. Das Gegenstück zur Legilimentik ist die Oklumentik, bei der man auf magische Weise den eigenen Geist gegen Legilimentik verschließen kann. Mit Ausnahme von Severus Snape und Dumbledore war Voldemort im Grunde genommen in der Lage, auf den Geist eines jeden zuzugreifen, wenn er es wollte. Aber so intim es auch ist, das Lesen der Gedanken anderer ist sicherlich eine, wenn nicht die mächtigste Fähigkeit in der Welt der Zauberer. Denn wenn man weiß, was die Leute denken, hat man die Macht, fast jeden zu kontrollieren. Und deswegen ist diese Fähigkeit auf Platz 1 in meiner Liste.
Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr von meiner Liste? Was würdet ihr gern ändern? Gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die ich vielleicht vergessen habe? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.